Gummibären. Über steinwurzige Blicke. Holz, haben wir jetzt das andere Holz? Eine Mischung. Ihr kennt das ja, die Mischung des Völkers. Aber hier ist es das Holz. Und wie gesagt, ich stehe ja auf das helle Holz. Sieht viel schöner aus hier unten. Ist dieser dunkle Kram. Aber muss ich gucken, weil wir nach oben kommen. So ist mal ein bisschen hier alles abzubasteln, zu machen eben. Die Zombies mal in Ruhe lassen. Sollen sich ein anderes Hobby suchen, als mein Gehirn fressen zu wollen. Ich weiß gar nicht, ob die ein anderes Hobby haben könnten. Stein. So. Nur Stein. Rohes Fleisch. Langer Sound. So. Schon wieder ein unentdecktes Gebiet. Ah ja, genau. Jetzt weiß ich ja, warum ich diesen Stein haben wollte. Tür zu, Tür auf. Tür zu, Tür auf. Tür zu, Tür auf. Tür zu, Tür auf. So. Na, hier scheint es relativ sicher zu sein. Ne? Ja, wir können Fleisch. Eieiei. Ja, da möchte ich eigentlich noch nicht runter. Oh. Oh. Glück gehabt. Nach draußen. Jetzt schon drauf gehen will ich unbedingt nicht, ehrlich gesagt. Ich kann später in Lava baden gehen. So, wir haben das Code gefunden, davon haben wir abgesperrt. Ja, was kann man sonst noch dazu sagen? Oh, hier fehlt eine Druckplatte. Hier fehlt eine Druckplatte. Ich bin ausgeschlossen. Hallo, ich suche mein eigenes Zuhause Asyl. Tür auf und Tür wieder zu. So geht das. Ob das auch Zombies können? Egal. Was haben wir hier noch? Ist alles nix dirty. Das heißt, warum habe ich das eigentlich hier zugemauert? Ich Bob. So. Wir direkt viel schöner hier mal gestalten. Ach ja. Dieser Dings hier von eben, wo ich abgesperrt hatte. Da. Blub und schwupp in die Lava. So. Ohne Erde ist doch die Welt viel schöner. Wer braucht schon Erde?
Aus, man geht unter die Erde. So. So. Lockere Musik, aber unten höre ich schon die Monster. Ziemlich fantastisch. So, mit dir. So. Ja, das gefällt mir schon ziemlich sehr, hier schon mal diesen kleinen Raum hier zu erstellen. Ihr könntet wahrscheinlich noch gar nicht vorstellen, was ich hier bauen möchte. Ich eigentlich selber auch noch gar nicht. Sag ja, ich möchte hier eben alles spontan so bauen. Ist ja viel lustiger. Wenn ich das so gerade ansehe, könnte es vielleicht ein Lagerplatz werden oder vielleicht für die Öfen, weil da hinten direkt neben dem Bett geben sie zwar Wärme rein, theoretisch, aber vielleicht, ich mache dir gerne so einen extra Raum. Kann ich mir doch gut vorstellen, also dann, wenn ich das hier so ausbaue, ja. Wenn ich immer Sand habe, baue ich dann hier so Fenster hin, kann ich immer in die Schlucht reinschauen, ist auch sehr immer sehr toll, ne? Ja. Decken wir auch noch alles ab. Ja, es geht natürlich direkt dann hier raus, nicht wahr? Das heißt, das lasse ich hier mal so an sich. Dann werde ich hier vielleicht ein paar Öfen hinbasteln. Also vielleicht, ich denke mal, ja, warum nicht? Ist ja alles hier dann nochmal zumauern. So. So. Ah, das habe ich ja gebaut gehabt. Stimmt, eigentlich wollte ich ja mal so eine Art Leiter nach oben bauen. Das baue ich dann doch jetzt hier um. Ich möchte dann hier mal direkt Holz haben. So. Oh, da fliegt was in der Luft hier. Hier wieder mal zu. Dann. So. Eine größere Truhe kann ja auch nicht schaden. Gibt man ja. Truhe hat man nie genug. So. Zack, da bin ich wieder. So. Dirty Flash. Wenn ich mal gerade da bin, dann kann ich das da reinhauen. Das Fleisch rausnehmen. Ah, Fleisch. Das ist meine Welt. Steaks, Fleisch im Allgemeinen und kein vegetarischen Dünches. Wer braucht das schon? Niemand. Also. Was haben wir noch Feines hier? Feini. So. Oh, Fackel, nehme ich immer mit. Merke gerade, meine Schwerter sind eigentlich immer am Arsch. Schon wieder die polnischen Handwerker gewesen, die mir mein Zeugs klauen. Warum? Weil ich immer so wenig Schwerter habe. Achso. Ich bastel mir jetzt immer noch ein neues. Aber ja. Wenn ich dann mal in die frische Luft gehe, kennt das ja, wenn ihr nach draußen geht und so, dann wollen euch alle umbringen und so, ihr kennt das ja, auch von Schulweg her und so. Es ist eben normal, dass man umgebracht werden will. Ja. Ich schlafe jetzt mal eine Runde und dann gucke ich nochmal, dass ich nach oben komme. Das heißt, gucken, ich meine, ich komme nach oben. Ich will unbedingt mehr Holz haben, weil brauche viel Holz. Besonders eben aus dem Grund, dass ich eben
einen einen direkten Weg nach oben haben möchte. Ach du Kackblock. Das mit Wasser finde ich gar nicht so schlecht, aber vielleicht wäre so eine Brücke dann mal später gar nicht mehr so schlecht. Das ist der Weg. Kann ich direkt eine Leiter runterbauen. Ich will vorstellen, wie viel ich dafür wieder brauche an Holz. Nur um allein die Treppe zu bauen. Ah, Jesus Maria. Aber einmal gebaut, hält es für immer, ne? Ah, wie schön. It's a nice day. Guck mal, direkt schön am Tageslicht hier das Holz holen. Ich bin auch direkt sicherer, als wenn ich da in der letzten Folge da, wie sagt man, im Dunkeln hocke. Und Fackeln ziehen ja Zombies an. Wenn das nicht umgepatcht worden ist, aber es sollte ja nicht. So. Sind eigentlich die Bäume schon gewachsen, die ich gepflanzt habe? Hm, keine Ahnung. Hallo Schaf. So, Dalle. Nee. I need wood, 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 wood. I don't need the hero, I need wood, 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 wood. What happens? It's woods, wood, wood. Moo, moo, moo. Holz, Holz, Holz. Was ist? Ach so, der Scheiß ist daran gefallen. Lup. Ach ja, Holz, Holz. Warum bin ich nicht Baumfäller geworden? Dieses Spiel animiert doch regelrecht dazu. Ich brauche Holz, Holz, ja, Holz. Ah, da ist... Oh, warum habe ich ihn so schnell... Ui, Essensleiste, ey, meine Güte. Hast du aber sehr schnell gelernt. Das können wir mal brauchen. Für später dann die ganzen Bücherregale etc. Wisst ihr, was ich meine? Für dann eben zaubern, verzaubern! Und da fangen wir dann schon mal an, das mitzunehmen. Können wir dann später dann oben noch ein, also direkt neben unserer Schlucht ein kleines Feld anbauen. Da hat überall Sand. Ich könnte es ja ein bisschen mitnehmen. Da was draus machen, nicht wahr? Wäre gar nicht mal so schlecht. Du. Also jetzt, wo ich an der Oberfläche bin, läuft keine Musik mehr. Haben die da unten irgendwo ein Radio in der Wand versteckt? Oder würde gerne hier Musik hören. Guck mal, ein DJ-Schwein. Ja, es hat aufgehört. Blöde Schwein. Essen habe ich genug. Ja, Essen habe ich genug. Die Tiere dürfen ein bisschen länger leben. Ein bisschen Fett ansetzen. Also ich war ja... Ganz ehrlich, ich war noch nie vorher so in großen Sumpfgebieten. Aber ich merke gerade, ey, der hat genug Holz zum Überleben. So schlecht sieht es ja auch nicht aus. Ein paar Ranken hier. Ist angenehm eigentlich. Tiere hat sie auch wieder ein Gros. Ich meine, ich habe alle drei wichtigen Grundnährstoffe gesehen. Schwein, Kuh und Schaf.
Also wenn ihr mal einen neuen Server aufmacht, geht doch mal ins Sumpfland, schaut euch das doch mal an.